Hallo und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Etwas länger her, dass ich das gemacht habe. Ich werde trotzdem versuchen, es mehr zu versuchen. Habe ich ja dementsprechend ja auch schon mehrmals gesagt. Aber die Zeit lässt das leider nicht so ganz zu. Heute dementsprechend habe ich mir mal ein Demo rausgesucht von Epidemic, wie das auch immer ausgesprochen wird. Da geht es dementsprechend tatsächlich dann auch um Behandeln von Patienten, besonders interessanterweise von Covid-Patienten, interessanterweise. Das Spiel ist auf Englisch. Dementsprechend entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, dass ich das kaum verstehen werde. Aber ihr solltet einmal sehen, dementsprechend mal gucken, wie das Spiel so ist. Mal schauen. Ich spiele das gleich mal an und dann schauen wir mal. Blind übrigens, also ich habe noch nicht das Spiel gestartet, wohlgemerkt. Also, bis gleich. So, dementsprechend werde ich hier auch tatsächlich nicht schneiden und ich werde es aber trotzdem versuchen, kurz zu halten, nicht so lange. Ich würde dementsprechend einmal nochmal reinschauen auch, ob das entsprechend gut ist. Oder nicht? Das ist der Live-Effekt. Das sollte jetzt geklappt haben. Gehe nochmal zur Bibliothek runter und klicke nochmal auf Spielen, damit ihr auch gleich mal seht im Endeffekt. Was hätte er noch zusätzlich installiert? In der Zwischenzeit, mal gucken, ich weiß nicht, wie lange der braucht. Gebe ganz kurz mal Shop-Seite. Also Veröffentlichungsdatum ist dementsprechend noch nicht bekannt. Die Demo selbst ist seit dem 6. Februar entsprechend an und da haben wir es schon. So. Okay, interessant. Wie ihr seht, überspringt er die Option. Mal gucken. So ein Experiments-Ding sein. Ja, Influenza-Virus. Work. Aha. Peaceful. Bevor. Bla bla bla. Ich dachte, mein Englisch ist scheiße. Aber wer das kann, kann sich das ganz kurz durchlesen. Wir schauen mal, was das ist. Wir gucken uns eigentlich nicht eher die Story-Geschichte an gleichzeitig, sondern entsprechend, wie das sich gut steuern lässt. Okay. Die hebt Ewigkeiten die Hände hoch. Also nicht so daueranimiert. Die nicken immer nur. Ja und Amen. So, ich soll was picken. Good morning, Doctor. Hello, Kate. How are you? Here's your medical chart for the day. Plenty of patients coming in with influenza. I have requested additional help to the ER. It will arrive shortly. Oh yeah? You say it's going to be a good one. I look forward to it. Have a great day. Okay, auch. Okay, das ist interessant. Gut, man sieht auch Work in Process da oben.
Ich denke mir, da wird doch ein bisschen was passieren. Aber wir wollen mal gucken vom Grundaufbau her, wie das Ganze funktioniert. Also, ich muss wahrscheinlich erstmal... Okay, das kriege ich nicht weg, ne? Meine Hände waschen. Kriege ich das echt nicht weg? Also wie man sieht, kommt man noch nicht in die Option rein, ne? Ich musste gerade meine Maus suchen. Okay, das geht auch nicht. Zurück. Oh oh. Na wenigstens die Menüführung müsste doch normalerweise... Wenigstens da müsste es funktionieren. Dass es jetzt schon bei der Menüführung schon scheitert. Ich gehe mal nochmal ins Menü. Okay, da. Da scheitert das auch. Ach du meine Güte. Ah, okay. Das war die Leertaste. Man muss das mit der Leertaste machen. Ach du Scheiße. Ja, mit der Leertaste. Echt jetzt? Okay. All staff, including physicians, are required to follow and maintain safety sterilization procedures. Please follow your checklist and do not skip over steps in the procedure list. Thank you for your cooperation. Have a safe and... Okay, das war das Inventar gerade. Ich habe einfach mal I gedrückt, um einfach mal schlauerweise zu gucken, ob I auch wirklich Inventar ist. Das ist M-Taste für Menü. Nichts im Journal. Aber ich will eigentlich dieses komische Brett los. Kriegt man das nicht irgendwie? Weil ich sehe ja nichts, wenn ich das Brett... Das Problem ist, man kommt halt nicht in die Option. So, jetzt habe ich mir meine Klamotten angezogen. So. Okay. Ich probiere gerade mal einige Tasten aus. Okay. Oben mit C kann man entsprechend Kompass aktivieren. Braucht man ja auch im Krankenhaus einen Kompass. Man muss ja wissen, wohin. Komme ich nicht in die Option rein, dementsprechend funktioniert, muss ich jetzt natürlich jetzt raten. Das war Journal mit J. Das ist Inventar mit I. Was war das denn? Ich hab mal 1 gedrückt. Okay, ich gehe gerade mal die 1, 2, 3 und so durch. Okay, das ist die Maske,
die 5. Ah. Die 2, das, die 1. Ah, genau. Okay, also man hat eine Menüführung mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 7 war, glaube ich, nee, 6. 6 war das Brett. So, wo muss ich hin? Okay, man kann rennen mit Shift. Die nickt immer noch. Geh mal weg da, ich will da vorbei. Das ist eine Demo, ne? Komme ich nicht mehr weiter? Oder muss ich erstmal hier hin? Ich sehe nicht wohin. Ach, da ist was. Skillpunkte-Geschichte und so. Was ist das? Okay, wird dann mal das Item, also I und so weiter. Erläutert. Ich wollte schon ein bisschen mehr sehen als nur den Eingang oder so. Ach, hier ist noch was. Okay. Gibt es hier einen Spiegel? Da kann ich mich auch so sehen. Okay, das mit dem Spiegel hat sich gerade erledigt. So, dann brauchen wir noch unser Scope. Okay, man muss E drücken mehrmals, damit das ja, ich habe doch gerade angelegt. Ah, okay. Das ist natürlich okay, ich hatte das eigentlich schon. Okay, jetzt ist die Type hier weg. Jetzt kann ich da geht's nicht weiter. Doctor, I need your help over here. Was? Du brauchst Hilfe? Was ist los? Ist sie tot? Ich glaube, man braucht erstmal kein Englisch. Dann wird ja so durchgeführt hier scheinbar. Good morning. I am your doctor. I am here to help you. Okay. Also Temperatur. Mit der 1. Muss ich drauf springen oder was? Ach. Ah, die Stirn. Macht Sinn, ne? Das war nur eine Temperaturmessung, ne? Was ist das, was für eine Angabe? 110 Grad? Celsius würde doch auch zu hoch sein, oder? I will need your cooperation. We are monitoring your vitals while the blood test results await. I will be back shortly. Okay.
So, jetzt warten wir, bis es düü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 
Ventilator? There is nothing more we can do. Let's get him on the ventilator. Echt schon Defri da drauf? Und kann ich das auch dingsen? Lebt er jetzt oder lebt er jetzt nicht? Das kann man so schlecht sehen, ne? Wenn man, wenn sie sich nicht bewegen. Management, ER Physician here. The situation is getting out of control. I need more doctors. Und mehr Doktoren, okay. Doctor, I need your help over here. Good morning. I am your doctor. I am here to help you. Schon ein bisschen daneben. So. Na gut, das ist ein bisschen daneben, aber naja. I am here to help you. Please try to remain calm. There is nothing more we can do. Let's get him on the ventilator. I need your help over here. Good morning. I am your doctor. Please try to remain calm. Okay, das ist vier. Klick, klick, klick und so. Das Problem ist halt, die bewegen sich halt nicht. Und so. Schon, also ich denke mir mal, vielleicht macht der Publisher, also der Programmierer, welcher Publisher, ja doch ein bisschen mehr, was die Animation angeht. Wir monitoren deine Vitals, while the blood test results await. I am here to help you. Please try to remain calm. We will perform a diagnostic. I will be back shortly. I am here to help you. Please try to remain calm. Was auf jeden Fall ist das eine Notaufnahme. Da kommt schon der nächste. I need your help over here. Der ist tot. Das sehe ich schon. Jetzt schon. So was nennt man auch Zombie. I am here to help you. Please try to remain calm. Doctor, I need your help over here. Naja, der ist ein Zombie. Es fahren sogar die Krankenwagen hier an. Alter, was ist hier los? Ich komme hier gar nicht hinterher. Ich brauche hier ein bisschen. Management, ER Physician here. I am not well. I can no longer hold critical care responsibility. Oh my god, the doctor needs our help. Das brauche ich Hilfe. Hold on, doctor, you don't look so well. Let me take a look at you. Okay, das war jetzt dementsprechend die Demo. Das hört jetzt auf hier automatisch. Also haben wir so ein circa 20 Minuten. 23 habe ich jetzt auf dem Zähler, 24. Okay. Dann, ja, schauen wir mal, was da noch so alles passieren wird. Aber so für den Anfang. Publisher und Entwickler sind identisch, okay. Schauen wir mal, wie das, ob das was vielleicht hat ein bisschen Potenzial. Also es hatte nicht nur was mit Covid-Virus und Blase zu tun, denke ich mir mal. Es ist grundsätzlich so ein bisschen Notaufnahme, aber es ist speziell tatsächlich für Epidemie ausgelegt scheinbar. Mal gucken. Und wenn ich mir hier so das Bild hier angucke gerade, vielleicht ist ja doch ein bisschen Bewegung drin, dass dann dementsprechend
Dann auch die Patienten entsprechend vielleicht auch ein bisschen Bewegung haben und so weiter. Ich denke mir mal, dass da ist noch Potenzial drin, vielleicht. Mal gucken. Ob dieses Klicken dann dauern, weiß ich nicht, ob das. Ja. Macht euch selbst ein Bild. Schreibt in den Kommentaren gegebenenfalls, was ihr so von ersten Eindruck vom Game habt. Und gucken, vielleicht wird ja da was draus, wer weiß. Man weiß ja nie. Mal abwarten. Also, Steuerung ist in Ordnung, alles soweit und gut. Was ich eben noch ein bisschen negativ fand, ist natürlich, dass die Demo ist eine Demo, klar. Aber dass halt die Optionen nicht möglich waren oder wenigstens Tastaturbelegung mal einsehbar wäre, war es leider nicht. Na gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zugucken und schreibt in den Kommentaren, ob ihr das auch mal kurz angespielt habt, wie euch das gefällt. Da findet ihr natürlich auf Steam ganz normal. Und unter Simulation, das soll auch eine Simulation sein. Und ja, schreibt dann rein und bis zum nächsten Mal. Also bis dann.